Es geht jetzt um das Thema Scheidungskrieg. Im Grabenkampf zwischen den Ex-Ehepartnern werden die Kinder allzu oft als Waffe eingesetzt. Wer nach langem Gezerre letztlich die Kinder bei sich behalten darf, der versucht sie dann häufig genug dem zweiten Elternteil komplett zu entziehen und zu entfremden. Das verbriefte Umgangsrecht des anderen wird da erfolgreich ausgehebelt, ohne Rücksicht auf Verluste. Hauptsache, der Ex-Partner leidet. Der Fall Ralf S. Nach der Scheidung teilt er sich das Sorgerecht für Sohn und Tochter mit seiner Ex-Frau. Wichtige Entscheidungen müssen beide Eltern einvernehmlich treffen. Alleingänge soll es nicht geben. Theoretisch die beste Lösung, aber eben nur theoretisch. Ralf S. hat seine Kinder seit 6 Jahren nicht mehr gesehen. Ich bekomme keine Bilder von den Kindern. Ich bekomme keine Post von den Kindern. Auch wenn ich zu Weihnachten und zum Geburtstag denen eine Grußkarte schicke, kommt nichts zurück. Es kommen keine Telefonate. Ich habe noch nicht mal die Telefonnummern. Ich habe nur Pflichten. Aber meine Rechte, die habe ich nicht. Und die klage ich jetzt seit, oder versuche sie seit 6 Jahren einzuklagen. Und mittlerweile wird das als Belästigung angesehen, dass ich das haben möchte. Lediglich zahlen darf er. Den Unterhalt. Einblicke in Entwicklung von Sohn und Tochter bleiben ihm aber verwehrt. Eine gemeinsame Erziehung unmöglich. Selbst Schulzeugnisse muss er einklagen. Vor Gericht will Ralf S. den Kontakt zu seinen Kindern durchsetzen. Auch sein Anwalt meint, die Mutter manipuliert. Alle beteiligten Gutachter und beauftragten Umgangspfleger, qualifizierten Umgangspfleger, kamen einhellig zu der Überzeugung, dass die Mutter das Umgangsrecht boykottiert, dass sie nicht willens ist, den Kontakt zu normalisieren oder an dieser Normalisierung mitzuwirken, obwohl die Wiederherstellung dieses Kontaktes zu den Kindern ausgesprochen wünschenswert und auch im Interesse der Kinder läge. Gefangen in einem Netz von Lügen, ohne es zu wissen. Die Kinder. Oft werden sie zu Waffen im Scheidungskrieg der Eltern, bedeuten Macht über den Ex-Partner. Der andere wird so lange schlecht gemacht, bis der Nachwuchs glaubt, Papa oder Mama seien der letzte Dreck. Mütter als Schlampe, als Hure, als Faul, als Sau, als die eigene Mutter, als Väter, als Verbrecher, als Betrüger, als Steuerhinterzieher. Väter, denen vorgeworfen wurde, dass sie bei der Geburt der Kinder nicht dabei gewesen seien. Es sind im Wesentlichen Formulierungen, von denen man, wenn man merkt, wenn man aufgeweckt ist und aufpasst, sehr schnell merkt, dass es eigentlich übernommene Erwachsenenformulierungen sind. Trotz der Manipulationen will Ralf S. weiterkämpfen. Theoretisch droht seiner Ex-Frau der Verlust des Sorgerechtes, doch Chancen hat er kaum. Die Gerichtsverfahren dauern zu lange. Die Kinder gegen ihren Willen nach Jahren aus dem Umfeld der Mutter zu reißen, kein Richter würde da mitmachen. Wenn es zugelassen wird, dass ein Gerichtsverfahren 3, 4, 5 Jahre, ich kenne solche Verfahren aus vielen Bereichen in Deutschland, durch die Instanzen, 3, 4, 5 Jahre und länger übrigens geführt wird und in dieser Zeit so gut wie keine Kontakte mehr stattfinden und insbesondere nicht gelebt werden, dann ist das Ziel der Entfremdung des anderen Elternteils erreicht. Dann ist nichts mehr zu machen. Der Fall Dagmar B. Sie ist der Beweis, dass auch Frauen um ihre Kinder kämpfen müssen. Nach der Scheidung lebt der gemeinsame Sohn zunächst bei ihr. Doch der Vater klagt vor Gericht, will, dass der Junge zu ihm zieht. Sie gibt nach und verliert damit ihr Kind ganz. Auch wenn der Sohn nur wenige Kilometer entfernt wohnt, sie sieht ihn kaum noch. Mein Sohn lebt seit 8 Jahren bei seinem Vater. Ich sehe ihn nur noch sehr selten. Das heißt, ein Stück von meinem Leben fehlt mir, ja. Ein Stück von Alltag, die ich mit meinem Sohn nicht mehr leben kann. Dagmar B. könnte klagen, versuchen, ihren Sohn zurückzubekommen. Doch es ist aussichtslos. Der Junge will nicht mehr zu ihr zurück. In Cochem kämpfen Justiz und Jugendamt gemeinsam gegen den Kindesentzug im Scheidungskrieg. Früh einschreiten, bevor der Schaden zu groß ist. Keine langen Gerichtsverfahren mehr. Die Eltern sind gezwungen, sich beraten zu lassen. Wir schicken die Eltern dorthin. Und wenn die Eltern sagen, wir gehen nicht dorthin, dann drohen wir mit dem Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Die Cochemer Praxis wird Schule machen, soll in eine Gesetzesreform einfließen.